Jetzt haben wir einfach diesen Bogen. Jetzt komme ich nochmal zu dir, Hans-Christian. Wenn all das, was Kinder offensichtlich brauchen, aber jetzt auch aufgrund irgendwelcher Verordnungen, Bestimmungen oder auch Handlungen von Erziehungsberechtigten, sagt man ja, den Kindern genommen wird, da wolltest du, glaube ich, vorher schon ansetzen. Das ist ja einfach dann strafrechtlich sozusagen justiziabel. Also bring uns dann einmal ins Thema. Wie wird es denn mal sein, wenn das mal aufgearbeitet wird? Ist es strafrechtlich relevant, wenn wir Kindern Dinge verbieten, untersagen, wo nachweislich dadurch Schädigung entsteht? Aber es gibt ja jeder die Verantwortung ab, die anderen werden es schon wissen. Also, was sagt denn da der Jurist dazu, der Richter? Ja, in der Tat. Das ist also ein Thema, was also schön umgangen worden ist und was also bisher also überhaupt nicht diskutiert wurde. In welcher Situation also Kinder sind und in welcher Situation wir sind, die wir für Kinder Verantwortung tragen. Und was das bedeutet, also auch juristisch, wenn man also diese noch geltenden Vorschriften ernst nimmt. Für uns wie für die Kinder, aber auch natürlich für die Lehrer. Aber bevor ich das tue, bevor ich also hier, also ich sag mal so, das Fass aufreiße und diese Informationen und das Volk gebe, Ihnen mitgebe, damit Sie also im Grunde dann also anfangen, das sacken zu lassen und zu sagen: Moment, was hat das mit mir zu tun? Möchte ich noch etwas sagen, wofür wir hier stehen. Wir stehen nicht dafür, im Grunde, dass es uns darum geht, also irgendjemanden zu bestrafen oder zur Rechenschaft zu ziehen. Wir sind hier, dass wir lernen, aus unseren Kinderschuhen auszusteigen, erwachsen zu werden und die Dinge verantwortlich zu gestalten, in eigener Regie nach Möglichkeit. Und wir sind hier, damit wir dazulernen. Und ich bin hier, damit ich Ihnen vielleicht etwas mitgeben kann, was Ihnen helfen kann, bestimmte Zusammenhänge rechtlicher Art einfach nochmal genauer sich zu Gemüte zu führen. Und indem Sie das tun, kommen Sie aus der Opferrolle raus und werden handelnder. Und ob Sie eine kleine Gruppe bilden, ob Sie einen Austausch machen, intern oder wie auch immer, ob Sie an die Schulleitung gehen mit unseren Informationen, die wir auf ABC Kindesvertretung eingestellt haben, oder ob Sie also im Grunde in irgendeiner Weise aktiv werden, Sie sind handelnder, nicht mehr Opfer. Und in dem Augenblick sieht die Welt anders aus. Und je mehr wir werden, und das ist meine sichere Beobachtung, dass also da Menge positiver Impulse laufen, umso besser und schneller sind wir aus der Nummer raus. Aber was Ihnen vielleicht noch helfen kann, hier in der Argumentation mitzumachen und das zu unterstützen, zu unterstreichen, sind zwei Dinge. Das eine ist im Grunde das Strafrecht. Ich lese Ihnen mal was vor, ganz kurz. Paragraph 225 Strafgesetzbuch. Überschrift: Misshandlung von Schutzbefohlenen. Und das betrifft jetzt nicht nur Kinder, sondern auch alte Leute, die sich nicht mehr wehren können. Wer eine Person unter 18 Jahren oder eine wegen Gebrechlichkeit oder Krankheit wehrlose Person, die seiner Fürsorge oder Obhut untersteht, quält oder roh misshandelt, oder wer durch böswillige Vernachlässigung seiner Pflicht für sie zu sorgen, die an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 10 Jahren bestraft. Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn der Täter die schutzbefohlene Person durch die Tat in die Gefahr erstens des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung oder zweitens einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder seelischen Entwicklung bringt. Ich lasse das mal stehen. Das ist ein Straftatbestand. Ich habe nicht wahrgenommen, dass bisher das aufgehoben ist. Und das bedeutet im Grunde für uns alle nicht nichts, ganz egal in welcher Position wir sind. Ob wir selber Kinder haben oder ob wir also Kinder beobachten, die also in einer Weise jetzt dieser Maskensituation ausgeliefert sind oder sonst was, sonst wie misshandelt werden. Durch Abstandhaltung, durch Verbote, durch Dirigismus und ähnliches mehr. Das bedeutet, Artikel 6 Absatz 2 weist den Eltern die Verpflichtung zu, für ihre Kinder zu sorgen und diese zu betreuen und zu erziehen. Wenn Eltern dazu nicht fähig sind, und zwar kann auch sein, dass der Staat sie unfähig macht, wenn Eltern dazu unfähig sind oder behindert werden, dann ist die staatliche Gemeinschaft, so heißt es in Artikel 6 Absatz 2, verpflichtet im Grunde sich darum zu kümmern.
Und für die staatliche Gemeinschaft ist also juristisch aufgestellt, früher nannte man das das Vormundschaftsgericht bis 1998. Das war ein Spezialrichter, der sich nur eben um solche Sachen zu kümmern hatte. Dann hat man diese Sachen nach 1998 dem Familiengericht zugeordnet, was Kinder betrifft. Die Erwachsenen hat man auch draußen gelassen. Aber wie dem auch sei, das Familiengericht ist von Amts wegen verpflichtet, diese Position der staatlichen Gemeinschaft wahrzunehmen, und der Richter ist von Amts wegen verpflichtet, nicht abzuwarten, bis irgendwer ihn auffordert oder wie er eine bestimmte Beweisregel einzuhalten hat. Nein, ich kann als Familienrichter, als Richter für das Kind zum Telefon greifen, irgendwen anrufen, von dem ich weiß, dass der also im Grunde da diese Dinge beobachtet hat oder Kinderarzt ist oder sonst was, und mir sagt im Grunde, wie sieht das aus seiner Sicht? Ist das also so oder kann das sein? Okay, danke, großer Vermerk in die Akte und schon geht's los. Das bedeutet also im Grunde ein Verfahren sozusagen, was an keine Regularien groß gebunden ist und was alleine dem Kinderschutz dient. Und da bin ich jetzt den Kollegen in Weimar, den beiden, die jetzt also so an den Rand gestellt werden, den Richterkollegen, ob das jetzt Weimar ist oder Weilheim ist, das sind die beiden ersten Gerichte in Deutschland, die also hier gesagt haben, stopp. Und nicht einfach, weil sie gesagt haben, oh ja, ich glaube mal, dass da nichts dran ist oder so. Nein, die haben sich die große Mühe gemacht, drei Gutachten einzuholen und diese Gutachten wörtlich in diese einstweilige Anordnung aufgebaut. Von entsprechenden Fachleuten, Kuhbandner aus Regensburg, was weiß ich, Kapstein, Frau Professor Kapstein und Frau Kämmerer. Alles renommierte Wissenschaftler auf ihren Bereichen. Und alle haben festgestellt im Grunde, dass hier eine massive Gefährdungslage besteht. Und daraufhin hat hier der Richter in Weimar gesagt, okay, stopp. Und hat die Schule angewiesen, also das zu unterlassen. Und zwar also im Grunde für alle Kinder, nicht bezogen auf die, die jetzt konkret das beantragt haben. So. Und damit hat er ein Signal gesetzt. Und jetzt können wir hergehen und sagen, wie der Mainstream, ach, das ist ja nur ein Richter. Oder wir können sagen, das ist nicht nur ein Richter, das ist ein Vertreter der Justiz. Das ist also ein Vertreter der staatlichen Macht, die dafür da ist, die Exekutive und die Legislative zu kontrollieren. Und der sagt, das ist nicht rechtens, was da passiert mit Kindern. Das ist ein Verstoß. Und ich sage, das ist nicht nur ein Verstoß, das ist eine Misshandlung, das ist strafbar. Und jetzt geht es mir nicht darum, Lehrer an den Kadi zu bringen. Ganz und gar nicht. Mir geht es nicht darum, irgendwen also anzugreifen, sondern mir geht es darum, zu informieren. Und zum Beispiel den Lehrer, der das auch gar nicht weiß, der die Zusammenhänge meistens gar nicht kennt, aufmerksam zu machen, dass ihm nicht nur das Recht der Remonstration, wie das so schön heißt, zur Seite steht, sondern dass er verpflichtet ist, wenn er zu einer Straftat aufgefordert wird, zu sagen, das mache ich nicht. Und jetzt kommt's, das war deine Frage, um sich selbst nicht in die Nesseln zu setzen. Denn wenn die Zeiten sich wandeln, dann gilt der Straftatbestand immer noch. Und es gilt auch noch die zivilrechtliche Schadensersatzpflicht. Und kein Staat nimmt ihm das ab. Weil wenn er grob fahrlässig gehandelt hat oder vorsätzlich gehandelt hat und hat das einfach weitergegeben, dann haftet er für allen Schaden, persönlich. Und deswegen dauert es nicht mehr lange, dass also im Grunde also die ersten Eltern aufstehen, im wahrsten Sinne des Wortes, aus der Opferhaltung rausgehen und bei der Justiz Feststellungsanträge stellen für ihre Kinder, dass der Staat verpflichtet ist, für jeden Schaden aufzukommen, einschließlich Schmerzensgeld, der ihren Kindern jetzt entsteht. Darüber möchte ich euch informieren. Darüber möchte ich also euch bitten, weiter darüber nachzudenken, selbst also in die Vorschriften zu gucken. Guckt auf unsere Seite, dann habt ihr also im Grunde die Informationen, auch die Muster, mit denen man vielleicht andere Leute aufmerksam machen kann. Und wenn ihr wollt, haltet Kontakt auch untereinander und seht zu, dass ihr also euch
aufsteht und innerlich sagt, Moment, das wollen wir doch mal genauer wissen. Und jetzt noch vielleicht als Schlusssatz eine kurze Bemerkung noch. Bitte sag noch was zu den Kosten, weil ich glaube, das ist auch für ganz viele Eltern wichtig. Wir sind allesamt in der Single von Artikel 6 Wächter der Ausübung der elterlichen Verantwortung von Eltern. Wenn wir, egal ob wir jetzt also Kinderarzt sind, Betreuer sind von Kindern oder Großvater oder Mutter, egal, völlig wurscht, wenn wir jetzt uns an das Familiengericht wenden und sagen, du bist von Amts wegen hier nach dem Gesetz verpflichtet, also bei einer solchen Gefahrenlage nicht nur tätig zu werden, sondern das Kind davor zu bewahren, dass es weitergeht. Okay, dann wird ein Verfahren daraus, 1666er Verfahren, nicht das Verwaltungsgericht, hat damit gar nichts zu tun. Wird sofort ein Verfahren daraus. Und wenn der Richter aus welchen Gründen auch immer meint, er macht das nicht, dann darf er euch keine Kosten geben. Die staatliche Gemeinschaft ist nicht kostenpflichtig dafür, dass der andere seinen Job macht. Und dieser Job ist kostenfrei. Weil es geht nicht darum, dass hier Parteien gegeneinander streiten. Hier geht es um die Sicherung von Kindern. Und das hat mit Eltern nichts zu tun. Und das hat auch mit sonst wem nichts zu tun, wer da sich meldet. Das hat ausschließlich mit der Situation von Kindern zu tun. Und dementsprechend kann der Familienrichter und soll der Familienrichter gegen Dritte einen Stopp setzen. Ob dies jetzt staatliche Funktionsträger sind oder nicht, spielt gar keine Rolle. Und von da aus gesehen, also das nochmal an Anmerkung zu den Kosten, dass das also im Grunde zurzeit deswegen gebraucht wird. Und jetzt wiederum Verständnis für die Kollegen. Wir, die wir also in diesen Job reinkommen, Familienrichter zu werden, sind also in der Ecke, ich habe schon gesagt, nicht dafür vorbereitet, auf die Kinder zu gucken. Erstens. Zweitens, wir sind isoliert als einzelne Personen. Und drittens, uns geht es nicht besser als dem Normalverbraucher auch. Das heißt, wir brauchen also im Grunde also den Rückhalt irgendwo. Und wir brauchen die Information, dass wir es auch anders machen. Und dann käme ich jetzt, aber das ist jetzt noch nicht der Fall, dass wir gemeinsam diese Zeit, und das sehe ich jetzt positiv, dafür nutzen, dass wir also für Kinder wie für Familien institutionell etwas schaffen, was bisher noch nicht da ist. Was aber sicherstellt, dass Kinder und Familien, egal welcher Art die staatliche Krise ist oder woher die Krise kommt, komplex, interdisziplinär, unabhängig beraten und vertreten werden. Und zwar sofort, kostenfrei. Und wow. Also es geht auch darum, dass wir einfach was tun, dass wir auch machen und eben nicht die Verantwortung abgeben, verstehe ich dich da richtig? Also dieses Handeln, für was zu stehen, für die Wahrheit. Und da brauche ich euch, braucht ihr mich, brauchen wir uns alle, egal wie wir hier sitzen. Und das heißt also an der Ecke, also muss mitgedacht werden. Jeder von uns hat nur so einen Ausschnitt. Aber wenn da zwei Ausschnitte kommen, dann ist das schon ein bisschen mehr. Und wenn drei Ausschnitte kommen, dann sehen wir schon fast alles. Und uns wechselseitig da also aufeinander zu besinnen und zuzuhören, statt uns zu bekämpfen, das ist der Weg aus dem Dilemma. Und das machen wir in diesem Augenblick und das können wir fortsetzen. Und da machen wir Mut. Ja.